Ich mal mit einem Hyperraumschiff mal wegfliegen und zwar Richtung Andromeda. Andromeda. Da, okay. Die Galaxie, die liegt da hinten. Muss erstmal die Galaxie so bringen, dass ich sie anfliegen kann, indem ich so an der Erde vorbeifliege und nochmal. Und dann habe ich die Galaxie, da ist sie, da ist die Erde, baue ich jetzt ein Raumschiff, dieses Hyperraumschiff wird jetzt gebaut, was dann immer, ich hatte jetzt eben schon mal einen Testflug gemacht, da war sie mit 30 astronomischen Einheiten pro Sekunde durch die Galaxie geraten, Torpedo Carrier heißt das Schiff, ein planetares Schiff normalerweise, aber ich werde es jetzt hier hinsetzen. Und das Schiff hier erstmal in die Schiffskontrolle bringen. Und jetzt den Gas geben. Und dann der G-Kraftwert ist natürlich jetzt schon auf 37,8 angestiegen. Und jetzt steigt der Wert stetig weiter an. Und jetzt ist im Moment der 3. Oktober 2017 um 17:11 Uhr. Also das ist etwa 2 Minuten nach der Echtzeit. Das ist natürlich erstmal egal, das Datum sollte erstmal stimmen. Natürlich die Echtzeit. Also es läuft hier in Echtzeit. Dann sieht man, wie schnell das beschleunigt. Man sieht ja die Erde schon deutlich bewegen. Jetzt hat man einen G-Kraftwert von 37,8. Was natürlich ein sehr hoher Wert ist, was niemand aushalten kann. Hier ist die Erde, richtig schön sichtbar. Da ist auch die Sonne. Die Andromeda-Galaxie ist. Die ist da hinten. Da ist das Ziel der Mission. Also ich habe bei einem Test schon mal mit 32 astronomischen Einheiten pro Sekunde durchgerast ist. Und dann werde ich mal gucken, wie lange das dauern, bis er da hinkommt. Ich werde natürlich die Zeit wenig vorspulen. Jetzt geht es schon mal 10-mal schneller. Da sieht man das schon sehr deutlich. Bei 10-facher Geschwindigkeit. Wie schnell das wegbeschleunigt. Das ist jetzt, also das eine Sekunde im Video ist jetzt 10 Sekunden echter. Man sieht, so schnell rast es weg. Und jetzt ist die Geschwindigkeit schon auf 100 Kilometer pro Sekunde. Da sieht man hier immer die Geschwindigkeit. Lichtgeschwindigkeit jetzt 299.792. Jetzt rast er dann langsam von der Erde weg. Jetzt stelle ich mal 100-fach, dann sieht man es noch deutlicher. Die Mondbahn bewegt sich langsam weg. Die Höhe, die wird jetzt von der Erde her noch bemessen. Auf Bezugsmassenobjekt Erde. Und da ist ja die Milchstraße, nein, der Andromeda, die Galaxie. Das ist das Ziel. Da ist sie. Da kann man sie auch schon drinnen sehen. Und die Geschwindigkeit ist mittlerweile auf 1500 km pro Sekunde angestiegen. Jetzt stelle ich die Zeit nochmal 10-mal schneller auf 1000-fach. Jetzt ist es gerade mal erst 3 Stunden vergangen seit dem Start und schon so weit weg. 3 Sekunden nach dem Start. 3 Stunden natürlich. Jetzt sind 17:10 Uhr ist er gestartet. Und jetzt ist gerade erst der 3. Oktober rum und schon rast er weg. Jetzt sind Twisted, der Wert liegt schon bei 2,789 dreifach mal 10 hoch 18. Da hinten ist die Milchstraße, nein, die Andromeda-Galaxie wiederum. Das ist eine Balkenspiral-Galaxie. Eine SB-Galaxie. 18.000 Kilometer pro Sekunde. Ah. Das ist ganz schön schnell. 19, 20.000 Kilometer pro Sekunde. Tempo auf 100.000 erhöhen. Und jetzt geht es natürlich noch schneller. Die Beschleunigung wird hier auch schneller ausgeführt. 55.000. 60.000. 70.000. Es ist jetzt der 6. Oktober.
gerade jetzt sind erst drei Tage vergangen und schon aus dem Sonnensystem raus. Jetzt steht hier die fache Lichtgeschwindigkeit, also ein C ist die Lichtgeschwindigkeit. Dann gucke ich mal, wann der die Lichtgeschwindigkeitsmauer durchbricht. Bisonia. Bisonia hat er jetzt. Der Andromeda-Galaxie, die ist immer noch 788.000 Kilopas entfernt oder Komma, weiß gar nicht. Elften Oktober ist es. Ich spule mal die Zeit noch ein bisschen schneller. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wo man knackt er denn die Lichtgeschwindigkeit? Am 13. Oktober, das heißt, 10 Tage nachdem er gestartet hat, hat er dann die Lichtgeschwindigkeit durchbrochen. Lichtgeschwindigkeitsmauer, jetzt schon zweifache Lichtgeschwindigkeit. Es vergeht im Moment hier in etwa ein Tag vergeht pro Sekunde ungefähr. Und dadurch dann schafft er immer 2/10-fache Lichtgeschwindigkeit zuzunehmen. Das hat er um die 1 Million Kilometer pro Sekunde drauf. Das ist natürlich immer noch relativ, sieht hier überhaupt nichts. Deswegen muss man natürlich hier die Zeit hier noch erhöhen. Jetzt sieht man hier so langsam die Sterne bewegen sich. Jetzt vergeht aber im Moment auch 10 Tage pro Sekunde. Jetzt sieht man, das ist jetzt erstmal so ungefähr 1 Minute auf 10 Tage pro Sekunde Geschwindigkeit. Man sieht man nämlich, dass es immer mehr zunimmt, die relative Geschwindigkeit. Die jetzt schon bei 40-facher Lichtgeschwindigkeit liegt. Etwas mehr als ein Jahr schon vergangen. Wie viel Geschwindigkeit hat er wahrscheinlich nach 2 Jahren, nach Start, zur Verfügung? Also wie schnell ist er dann? Mai, Juni 2016, es sind knapp 2 Jahre vergangen und schon einige Lichtjahre weg. Und jetzt hat 80-fache Lichtgeschwindigkeit nach 2 Jahren schon 80-fache Lichtgeschwindigkeit. Aber man sieht sie richtig, die Sterne rasen schon weg. Nach 10 Tagen pro Sekunde. Er fliegt wirklich weg. Jetzt stelle ich mal die Geschwindigkeit auf 3 mal 10 hoch 6 x. Also x ist die reale Geschwindigkeit. 3 mal 10 hoch 6. Jetzt vergeht hier ungefähr 1 Monat pro Sekunde. Dann sieht man hier, mit nur 1 Monat pro Sekunde rast man hier durch, wie im Science-Fiction-Film, durch die ganzen Sterne durch. Und die Geschwindigkeit nimmt immer stärker zu. Jetzt schon 200-fache Lichtgeschwindigkeit. Und da sieht man, heftig bewegt sich das. Eigentlich der G-Wert liegt schon seit Beginn bei 37,8. Das ist also, das können nur bestimmte Spezies aufhalten, wahrscheinlich. Paar Aliens, die auf so hohen G-Werten. So langsam merkt man auch, man rast auf die Andromeda-Galaxie zu, weil man sieht auch schon, die relative Größe nimmt langsam zu. 3 Grad, 9 Bogenminuten, 11,9, 12 Bogensekunden. Das nimmt immer langsam zu. Aber die Geschwindigkeit nimmt auch immer mehr zu. Jetzt sind fast 9 Jahre vergangen. Ist immer noch in der Milchstraße, aber nach 9 Jahren befindet er sich noch in der Milchstraße. Aber jetzt stellen wir die Geschwindigkeit so. So vergehen erstmal 3 bis 4 Monate pro Sekunde. Und da sieht man schon relativ rasch rast man jetzt. Jetzt hat man über eine astronomische Einheit pro Sekunde. Und man rast wie weit weg. Genau auf die Andromeda-Galaxie zu landen, müsste ich theoretisch die Zeit nochmal hier deutlich erhöhen. Und dabei einer Geschwindigkeit von ca. 15 astronomischen Einheiten pro Sekunde die Geschwindigkeit anhalten. Und langsam abbremsen, werde ich eigentlich nicht machen. Und dann will natürlich wirklich schneller vorbei ankommt, wie das ja am 14. Juli 2015 mit dem New Horizons-Mission ist. Die ziehen ja auch noch vorbei. Das werde ich in dem Fall auch machen. Er rast immer mehr auf die Andromeda-Galaxie zu.
Es sind über 100 Jahre vergangen, ist noch nicht da. Muss also halt die Zeit noch mal ein bisschen schneller spulen. Dann sieht man es langsam. Jetzt sind es über 4 Grad. Die relative Helligkeit nimmt auch zu. Noch 3 Magnituden, noch 2, 2,8. Jetzt sieht man auch, die Galaxien bewegen sich langsam. Es sind mittlerweile 3 Jahrhunderte vergangen, also einige Generationen. Und jetzt stelle ich die Geschwindigkeit ein bisschen runter, da man jetzt auf die Galaxie zu rast. Ich rase jetzt hier mit 28. Jetzt stellen wir die Geschwindigkeit noch langsamer, jetzt, also die Zeitgeschwindigkeit. Das hat jetzt bin ich einige Jahre später, und zwar über 350 Jahre später bin ich jetzt bei der Galaxie angekommen. Was bei Licht 2,5 Millionen Jahre dauert, hat bei meiner Reise nur um die 360 Jahre gedauert. Und bin jetzt schon da. Das 360 Jahre Reise bedeutet deutlich schneller als das Licht unterwegs gewesen. Nach 360 Jahren sieht man da erstmal, wie die Sterne an einem vorbeirasen, man kann sie gar nicht erforschen. Und es vergehen noch einige Jahre. Man braucht nur so 5 Jahre ungefähr, um einer die Galaxie zu durchqueren. Und jetzt erstmal stelle ich mal die Zeit wieder ein wenig langsamer und bin jetzt bei 28,3 astronomischen Einheiten pro Sekunde. Wirklich alles an einem vorbeirasen. Die Geschwindigkeitsbeschleunigung ist jetzt 502,18 Kilometer pro Sekunde hoch 2, also Quadratsekunde. Und das wird immer schneller werden, das Objekt. Es beschleunigt immer noch weiter. Um wieder zurück an die Erde zu kommen, ist es natürlich auf halbem Wege bei der Andromeda-Galaxie. Erstmal, ja. Wenn ich natürlich hier Nullen hätte auf Geschwindigkeit, hätte ich natürlich jetzt einen Weg von bestimmt 4 Millionen Lichtjahre Bremsweg. Der würde jetzt mit jedem astronomischen Einheit so ein paar Lichtjahre zunehmen. Und von einer astronomischen Einheit auf 0 runter, pro Sekunde auf 0 runter zu bremsen, braucht es einige Lichtjahre. Das heißt, ich könnte dann theoretisch von Alpha Centauri bis zur Sonde abbremsen. Und wäre erst bei der Sonne ab auf 0 und würde dadurch ein Sonnensystem einschränken können. Jetzt werde ich die Zeit wieder ein bisschen schneller spurten. Und jetzt sind schon 353 Jahre vergangen, na 363 Jahre. 363 Jahre schießt mitten durch die Gegend der Andromeda-Galaxie durch. Um jetzt erstmal die Richtung umzuschwenken, müsste ich natürlich erstmal natürlich eine Leistungsanmeldung, weil es relativ viele Ressourcen in Anspruch nimmt. Und da fliege ich nochmal genau durch so einen Kugelsternhaufen. Den treffe ich auch genau. Genau da mitten durch fliege ich da jetzt. So, das Tempo ein bisschen reduzieren, dann sieht man schon, dass es jetzt trotzdem noch einige Male schneller, aber es vergehen nur etwa 3 Stunden oder 4 Stunden pro Sekunde. Da sieht man, man ist sehr, sehr schnell unterwegs. 4 Stunden pro Sekunde. Jetzt so in etwa 1 Stunde pro Sekunde. Können in Echtzeit was erkennen. Das wäre jetzt Echtzeit. Da kann man noch nichts erkennen, aber bei tausendfach, das ist noch nicht mal 1 Stunde pro Sekunde. Also es dauert etwa 3 Sekunden, um 1 Stunde zurückzulegen, und man ist so schnell durch die Galaxie durch. Und jetzt machen wir die Zeit wieder deutlich schneller. Ah, es blitzt immer auf. So blitzt das noch nicht so stark auf. Da rase ich noch gleich durch den zweiten Kugelsternhaufen. Eins ist die Geschwindigkeit nicht viel im Verhältnis angestiegen.
Das heißt, in der Realzeit sind wir immer noch nicht sehen, aber in einer Stunde sind wir schon deutlich weiter durchgerast. Bin jetzt etwa 3 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt und habe erst gerade mal noch nicht mal 400 Jahre gebraucht, dahin zu kommen. Das heißt, ich wäre weit in die Vergangenheit gereist. Wow, da kommt noch ein zweiter Kugelsternhaufen entgegen. Und dann werde ich die Aufnahme erstmal als fertig erklären. Wenn ich dann zweiten Kugelsternhaufen. So, hundertfach sieht man noch was. Da sieht man nicht mehr sowas. Soll aber jetzt den Stern schon mal recht Echtzeit sehen. Der Stern ist relativ nah dran. Jetzt bin ich in Echtzeit unterwegs. Das heißt, ich lege jetzt 28 astronomische Einheiten pro Sekunde zurück. Aber man sieht kaum was. Die Bremssignal jetzt natürlich noch höher. Ich sage mal, ich rase jetzt langsam raus. Müsste ja eigentlich theoretisch die Seite komplett ändern, um erstmal natürlich die Beschleunigung runtersetzen. Dann komme ich erstmal wieder auf Null, dadurch wirft erstmal die, also erstmal so die Beschleunigung mit so. So nimmt mir das nicht mehr zu. Jetzt erstmal die Seite wechseln. Und die Zeit auf Echtzeit runterschrauben. So, jetzt habe ich Echtzeit und jetzt bin ich mit 30,64 astronomischen Einheiten pro Sekunde unterwegs. Und ich habe jetzt etwa 400 Jahre gebraucht, um jetzt über die Milchstraße, nein, nicht über die Milchstraße, über die Andromeda-Galaxie hinüber wegzukommen. Das wird, glaube ich, relativ lange werden. Jetzt schon mal 17 Minuten bin. Jetzt erstmal ein bisschen rumtreiben lassen. Und dann versuchen wir den genau entgegengesetzten Punkt wieder zu beschleunigen und wieder zu Andromeda der Galaxie zu kommen. Da sieht man sie. Oh. Da kommen wir ein bisschen runter. Die Steuerung ist nicht so einfach. Aber wenn sich das auch jetzt hier so bewegt hier, ich versuche das ja die ganze Zeit jetzt hier, die Bewegung auf Null zurückzustellen. So. So ist sie erstmal. So ist sie erstmal so gut wie aufgehalten. Die Beschleunigung wieder erhöhen. Das würde natürlich sagen, dass der Bremssieg gewaltig ist. Muss die Zeit von deutlich erhöhen. Sieht man den ordentlichen Bremssieg. Hat natürlich nicht genau hingehauen, aber jetzt sieht man die Geschwindigkeit noch mal rascher zu und damit werde ich erstmal das Video beenden. Bis dann und ciao.